Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier beim LS22 Family Projekt, der RP Challenge, hier natürlich im Farming Simulator Universum. Ich freue mich, dass ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, und ja, wir sind hier ein bisschen noch unterwegs. Das muss ran, das muss ran, das muss ran. Genau, wir sind immer noch unterwegs mit unseren, sagt's mal, mit unserem Gras. Und da werden wir jetzt die letzte Sache machen, nämlich das Gras einfahren. So, und ich denke mal, das geht aber schnell. Werden das dann ins städtische Lager bringen, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, was heute noch so abgeht. Es gibt einiges noch auf der Agenda, was gemacht werden muss. Ich glaube, es gibt auch noch Aufträge, die wir abarbeiten könnten, wenn wir wollten. Und ja, müssen wir mal gucken. So, jetzt werden wir aber erstmal das Fitzel hier mitnehmen. So, das Fitzel-Ding nehmen wir mal mit. Gut, sehr schön. So, dann würde ich sagen, machen wir mal das Vorgewende als erstes. Gut. Zack, los geht's. Genau, dass wir dann nämlich hier Platz haben zum Wenden und zum Drehen und zu allem machen. Das ist, glaube ich, existenziell wichtig. So. Ach ja, im LS rückwärts fahren, meine Lieben. Das ist immer ein bisschen mit Nervenkitzel verbunden. So. Mal ein bisschen schön sachte machen, dass wir nichts kaputt fahren. Wenn Mike und Natalie wiederkommen und es ist ja alles zu klump gefahren, dann weiß ich, was ich mir anhören kann. Aber ich denke, es funktioniert alles. Bin eigentlich ganz zufrieden mit mir hier, muss ich sagen. Ich habe viel geschafft. Sehr, sehr viel geschafft sogar. Eine komplette Wiese abgemäht. Ja, ist so ganz cool, ne? Wir machen das eigentlich auch ganz geil. So, gut. Würde ich sagen, geht's weiter. Und nehmen wir mal hier die erste richtige Spat. Werden aber hinten dann noch rumfahren gleich, ne? Ums Karree rum. Werden auch hier oben gleich noch das Vorgewende machen, weil dann brauchen wir bloß noch hin und her pfeifen und dann haben wir das doch ganz schnell. Ich könnte mir vorstellen, es geht auch alles in einen rein. Ja, wohl. Na, ich weiß nicht genau. Mal gucken. Okay, wir fahren einmal rundrum. Ja, das ist vielleicht auch nicht so ganz doof. Obwohl, das hier kommt ja richtig was runter. Also, fetzt mir. Das fetzt mir natürlich sehr. So, wir haben auch die Lieferung von der Mischration bekommen, endlich. Deswegen für die fleißigen und gewitzten Zuschauer, jetzt kann man nicht sagen, aber für die ganz genau aufpassen, für die ganz genauen unter uns.
Die haben gesehen, dass hier oben wahrscheinlich 5000 Euro weg sind. Und das war natürlich für die Mischration gedacht. Mussten wir natürlich bezahlen, weil ohne Bezahlung ja, kriegst du heute natürlich nichts mehr heutzutage. Und fand ich aber eigentlich einen fairen Preis, muss ich sagen. Ja, und deswegen haben wir das gleich mal so bestellt. 10.000 Liter liegen jetzt da. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich denke, wir müssen auch nochmal bestellen irgendwann. Hoffentlich ist dann der Kurs immer noch so. Aber ich kann es euch nicht sagen, meine Lieben. Ne? Da habe ich keine Ahnung. Ob da vielleicht... Also ob es natürlich auch vom Preis her so bleibt. Ne? Das ist halt... Ist halt immer so ein bisschen tagesabhängig auch. Natürlich auch bei im Landhandel. So ist es halt. Aber das kennen wir ja, ne? So, ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich sauber gearbeitet jetzt. Gar nicht mal so husch, husch, husch wie sonst immer. Das will ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ich will eigentlich wirklich richtig sauber mal arbeiten. Und kommt natürlich auch den Tieren und unserem Hof zugute, wenn wir schöne, saubere Arbeit machen. Vor allem auch natürlich Aufträge annehmen und sowas. Ist das ganz wichtig. So, ich krieg hier nicht alles rein. Das ist krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich gedacht, hier kommt jetzt nicht so viel runter. Aber es ist doch einiges an Gras, was wir jetzt hier runter bekommen. Wo ich sagen muss, geil. Schmeißen wir natürlich ins städtische Lager, ne, würde ich sagen, auf alle Fälle. Und da fahren wir jetzt auch gleich hin. Wir werden aber wahrscheinlich zwischendrin mal schnell noch... Ja, wir machen das mal. Und zwar, passt auf, wir laden den jetzt voll. Also richtig knacke voll. Den stellen wir dann erstmal an den Hof bei uns. Und sehen zu... Oh nee, das ist wirklich nur noch so ein bisschen so ein Fitzel. Und sehen zu, dass wir Dings reinkriegen. Die Mischration. Das wäre wichtig. So, gut. Wunderbar. Aber ich muss sagen, ich bin gerne hier hinten auf der Wiese. Hier hast du deine Ruhe. Hier ist alles schick. Hier ist alles toll. Weit weg von Problemen. Ne, und kannst hier so deine Sachen so ganz für dich machen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also das Stückchen Erde hier hinten gefällt mir schon ganz gut. Normalerweise müssten wir dorthin ein kleines Haus hinbauen. Würden wir aber ein bisschen unberührte Natur kaputt machen. Oder unberührte Natur. Wir fahren mit Traktoren drauf rum, ist natürlich nicht mehr ganz unberührt, ne? Das ist natürlich klar. Aber es ist schon ein bisschen was schön dorthin. Ah, hier können wir schnell noch gucken. So. Das ist doch fertig gegärt, ne? Ja, cool. Dann können wir ja demnächst wieder Silage verkaufen gehen. Das freut mich natürlich. So, gut. Dann würde ich sagen, ich renne mal schnell. So. Dann holen wir mal unseren Cedor. Ah, mit dem, das mache ich eigentlich ganz gerne mit dem, muss ich sagen. Bin da, würde jetzt nicht sagen, verliebt in den Cedor, aber mir gefällt er eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich nervt, ist die Schalterei. Das nervt mich schon ein bisschen. Zack, und hier. Gut, okay. So. Dann fahren wir mal rüber. Ach, da werden sie sich freuen. Die lieben Tierchen. Oh, komm ich von der Seite nicht ran, oder was? Muss man mal rückwärts reinfahren. Ich habe jetzt keine Lust, erst ums ganze Karree zu fahren.
So. Saftige Mischration. Lecker. Nur für euch. Seht ihr mal. Einste saftige Mischration. Ja, wenn wir gut sind, schaffen wir das sogar alles. So. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Na gut, aber wir werden jetzt nicht alles reinmachen. Erstmal so, dass die ein bisschen weiter schlemmen können. Kommen sie aber halt gleich her, ne? So, gucken wir mal schnell in die App. Naja, gut, aber wir können eigentlich alles reinhauen. Heu bräuchten wir noch. Das wäre eigentlich ganz geil. Heu wären wir noch sinnvoll. Das Geschalte an dem Traktor, das geht mir einfach ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Da muss ich mal ein bisschen was einstellen wahrscheinlich. So, na fein, fein, fein. So, noch zwei Schaufeln und dann schaffe ich erstmal das Gras weg, weil sonst wird das alles zu spät und ich will drüben die Wiese einfach fertig kriegen heute. Das wäre mir ganz wichtig. Weil sonst wird es. Das wird sonst nix. Ich weiß, wenn ich die heute nicht fertig krieg, dann wird es alles nix. Ich will ganz gern jetzt, was weiß ich, dort wo wir anfangen, halt fertig machen. Deswegen kommt als nächstes dann auch der Wald dran, weil sonst wird's Rotz. So, ich lasse den mal hier stehen. Ne, ich lade noch eine Schaufel auf und dann lasse ich ihn stehen. Genau, ich mag das nicht, wenn wir so irgendwas anfangen und
hören dann mittendrin auf. Das ist einfach ein bisschen Mist. So, gut. Jo, haben wir gemacht. Sieht ja schon mal sehr schön aus. Dann würde ich sagen, bringen wir das jetzt ins städtische Lager. Fahren wieder zurück. Laden das bisschen noch auf und schmeißen das dann bei den Kühen rein. Obwohl, nee, wisst ihr was? Das ist eigentlich Stumpfsinn, was wir machen. Ja, doch, euer. Euer, wir fahren ins städtische Lager. Das ist am einfachsten. Genau, wir fahren ins städtische Lager und dann das letzte bisschen, was wir dann dort noch aufsammeln, das schmeißen wir dann hier bei die Kühe rein. Wir müssten einmal gucken. Ein bisschen Heu wäre auch gut. Ob uns da jemand irgendwie mal helfen kann hier aus dem Dorf. Vielleicht der Huber Bauer, so, keine Ahnung, mal gucken. Besser nicht so genau. Ich würde gerne auch den Tierchen mal ein bisschen Heu füttern. Das wäre schon auch wichtig. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze sich hier noch gestaltet. Auf alle Fälle fahren wir jetzt erstmal ins städtische Lager. So, 23.000 Liter haben wir drin. Eieieiei. Der zieht aber ganz schön durch. Mit dem nassen Gras wundert mich fast ein bisschen. Das wundert mich ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Fichtal, mir gefällt es immer mehr. Fichtal ist einfach, ja, es ist meine Heimat hier. Von Jahr zu Jahr gefällt mir Fichtal immer mehr. Natürlich auch von den Menschen und sowas. Von Menschen her und so, die hier mit wohnen und so. Es gibt keinen Streit, es gibt keinen Neid, es gibt nichts eigentlich. Wo ich sagen würde, furchtbar. Entschuldigt bitte, meine Lieben, wenn ich euch ein bisschen was vorgehen, aber ich bin hundemüde. So. Gut, dann würde ich wieder rundherum fahren, glaube ich. Das ist sinnvoller. Gucken, ob wir hier rumkommen. Schwierig. So, jetzt aber. Noch nicht ganz. So, jetzt kommen wir rum. Ja, das müssen sie nochmal neu bauen hier. Ja, das ist irgendwie ein bisschen Mist. So, gut. Oh Gott. So, gut, haben wir das. Fahren wir zur Wiese zurück. Und dann würde ich sagen, sammeln wir das noch ein. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, meine Lieben. Und wir sehen uns an der Wiese wieder. Ich hätte schon noch gerne, dass ihr noch mit dabei seid, wenn wir das letzte Gras aufgesammelt haben und das bei den Kühen reingeschmissen haben. Also wie gesagt, wir sind gleich, oder ich bin gleich wieder da.
So, meine Lieben, wir sind wieder da. Genau, wir sind zurück am Hof, beziehungsweise zurück gleich jetzt an der Wiese. Und werden jetzt noch das letzte bisschen... Das sehe ich jetzt mal als Spielbug, weil hier, ich wüsste nicht, wo ich hier hängen geblieben sein sollte. Gut, wenn ich irgendwo hängen geblieben sein sollte, dann ja, müssen wir da noch was ausspielen, aber irgendwie war ja alles frei. Gut, okay, aber nichtsdestotrotz sind wir auf alle Fälle erstmal wieder zurück an der Wiese. Und, die wollen wir ja noch ernten, ganz schnell. Ist ja nicht mehr viel, ist ja bloß noch hier das bisschen hier vor zu und nochmal zurück zu. Das hauen wir doch noch bei die Kühe rein und dann, meine Lieben, sind wir für heute auch schon fertig. Aber wir werden hier noch zusammen die Kühe füttern. Das machen wir auf alle Fälle noch. So. Warte mal, hier war noch ein Schnipsel, hä? Hier lag noch was. Ach nee. Okay. Da lag nichts mehr. Gut, dann haben wir nur noch das bisschen. So. Das bisschen. Naja, sind immerhin aber auch über 3000 Liter nochmal. Die schmeißen wir schon jetzt noch rein bei den kleinen Kühlein. Oh, 4000 Liter nochmal schnell. Ja, warum nicht? Geil. So, gut. Ich weiß aber hier nie, wo hier der Weg ist so richtig. Das ist irgendwie ein bisschen... Das ist ein bisschen doof gemacht. Wir sollten wahrscheinlich mal den Weg ein bisschen ausbauen. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Das Problem ist bloß, dass uns das Land nicht gehört. Das Land ist noch Stadt. So, mal gucken, was wir da machen können. So, wir fahren auf alle Fälle jetzt das Gras erstmal noch rein bei den Kühen. Und dann sind wir aber für heute fertig, meine Lieben. Hat natürlich sehr viel Spaß wieder gemacht. Und jetzt ein bisschen schnell konzentrieren erstmal. So, zack. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Dann haben die auf alle Fälle jetzt erstmal Fressi Fressi. So sieht's aus. Und wir können beruhigt hier mal die Schotten dicht machen. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch rum, mache jetzt überall noch die Tore zu. Es ist 15.31 Uhr. Sprich, so sehr viel machen wir jetzt auch nicht mehr. Noch ein bisschen Pflege der Traktoren und so weiter und so fort. Aber mehr passiert jetzt heute auch nicht. Deswegen würde ich sagen, meine Lieben, war wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich, wenn ihr mögt, auch ein kleines Abo. Würde uns mich glücklich machen. Und ihr hättet natürlich auch was davon. Das machen wir nicht zu. Denn wir haben den Anspruch, Giants Partner zu werden. Okay, bis dahin. Ich bin raus. Euer Sven. Tschüss und ciao.